Herzlich willkommen zu einer neuen Lektion Java 14 MTG. Ich spreche mal heute über Variablen, das meiste, was man zusammenhängt. Wahrscheinlich eine von den wichtigsten Sachen. Eine von den wichtigsten Sachen für dich, Master, wenn du meinst, ja. Ja. Programmation ohne hilft nicht gut. Nee. Jo, froh aus, was aus ein Variablen, respektive wie kann ich das, wie kann ich mal vorstellen? Ich meine, das ist ganz schnell ein Visual. Ein Variabel aus zum Beispiel. So Sachen. Ups. Okay. Mhm. Das tun wir als eine Variable zum Beispiel. Das tun wir also, kommen wir im Detail. Mit mhm. Attributen als eine von den wichtigsten Variablen für den Ufer. Ja. Variable. Dann sieht schon, was das. Oder? Alles, was dann hat. Alles, was dann hat. Tipptopp. Ja. Mhm. Wir haben dann gewünscht, wie eine Variable so zu malen. Ja. Ein Test. Okay. Wir werden also Behälter, beinhaltet etwas. Ja. Ja. Das ist einfach. Variablen haben aber verschiedene Informationen, Sachen, die da gepasst sind zu einer Variable. Ja. Das ist auch schon etwas der Num. Ja, könnte ich vorstellen wie eine Etikett, die darüber besser drauf passt. Richtig. Ja. Prinzipiell machen wir am Java alles auf Englisch. Ja. Das ist eine Konvention, die wir haben angefordert. Das ist Name auf Englisch. Abgepasst. Echt Regel, die Variable fängt immer mal an, minuskül. Kleiner Buchstabe, ja. Immer. Okay. Mhm. Das ist ein Kost, das wird der Num. An, ganz wichtig, das wird auch ein gesunden Typ oder der Genre vom Inhalt. Mhm. Okay. Das heißt, Banden als sein Typ, das Anfang, von Anfang, sein Geist von der Kost oder sein Form von der Kost. Ja. Das ist eine echte Approximation. Okay, das ist gut. Kein schlimmer Sinn. Ja. Oder nicht. Voilà. Typ. Num. Das definiert eine Variable. Mhm. Okay. Das sind die zwei wichtigsten Sachen. Ich komme mal ein bisschen zurück. Ich will den Typ da löschen. Ich will ein bisschen was schauen. Typen. Die mir lohnen noch nicht allzu viel an den Detailer. Außer wir kennen zwei große Typen. Weil die gebrauchen wir noch. Die zwei sind da drei. Den einfachsten aus, schreiben die noch groß, int. Int steht für integer, mhm. Das auf Englisch wird für Ganzzahl. Nombre entier en français? Nombre entier, mhm. Ganzzahl, 1, 2, minus 5, minus 6. Auch Negativzahl. Auch Negativzahl. Mhm. So mein zweiter Typ, die ganz wichtig aus, double, double, das ist ein Kommazahl. Mhm. D'accord? Also der Kommazahl, doppelte Präzision, kein Kommazahl. Das ist das momentan nicht. Das ist Kommazahl. Negativ, positiv, mod exponent, riesig, klein. Aufpassen, das wird Kommazahl, Liter, vielleicht wäre ein Fehl. Ja. Das gesehen wir. Amerikaner schreiben eine Komma schon mal weh. Mit einem Punkt. Ah. Auf Java möchte man mit einem Punkt. Häufige Fehler, gut aufpassen. Ja, das gesehen wir hier nur. Wir haben noch einen Typ, den wir oft gebrauchen. Kann ich noch direkt ein Kerl lernen? Ja. Das ist der String. String ist einfach für zu sagen, das ist ein Ketten. Von Zeichen. Von Zeichen. Das ist für uns einfach ein Text. Mhm. Okay. Mhm. Das ist ein bisschen Spezialtyp. Wir gebrauchen den aber ganz gern, ganz oft. Ja. Passt schon der Moment ab. Ne? Den String, genau, schreiben wir mal den großen S. An die andere Sache schreiben wir den kleinen buchstabten Typ. Das ist eine Information für den Moment. Ja. Echt Tal. Ja. Voilà. Okay. Okay, fangen wir an. Ich schreibe einfach vielleicht ein paar Beispiele, wie da verstehen wir vielleicht besser, wie das auch schon geht. Ja, schon aber noch für dich etwas anderes. Immer aufhängen, für Beispiele zu machen. Da fehlt aber noch ein bisschen Theorie. Oder besser gesagt Syntax. Ah. Weil, ich schreibe Beispiele, ich schreibe, ich will das schon nicht wissen, wie ich okay, das möchte. Okay, ich verstehe. Aha. Oh nein. Das ist da könnten etwas dabei. Das ist, wir haben drei Phasen. Drei Phasen für eine Variable. Mhm. Drei Schritte. Wenn sie so wird, für eine Variable. Ja. Erster Schritt ist schon das immer auf Französisch, weil das passt besser zum Kurs. Ja. Deklaration. Ich deklariere meine Variable. So zum System, zum Java, hey, pass auf, das tun wir eine Variable. Für das hier weiß, das Wort name, N-A-M-E, das ist eine Variable. Von dem Typ zum Beispiel int. Das ist das erste Phase. Ja. Ich muss das deklarieren. Zweite Phase. Ich gebe dir den Nummer und den Tipp, ja, die zwei Informationen. Voilà, die zwei Informationen. Okay. Initialisation.
Initialisation. Nicht mit einem Z wie die Amerikaner, mit einem S wie die Engländer. Initialisation, das habe ich so auf Englisch. Initialisieren heißt, einen echten Wert zuweisen. Nennt das zuweisen. Affecté auf Französisch. Das ist ein Wert an einer Variable draufschreiben. Das ist in dem Fall, wer zum Beispiel, schreibst du ein Zweitchen draufschreiben. Okay. Das ist der echte Wert. Wenn ich deklariere, dass mein Case idle, prinzipiell, mit der Initialisation kriegt einen Wert drauf. Also, die letzte Phase, dass die meist nicht wissen, dass sie überhaupt geht, das ist Utilisation. Ja, Manipulation, Utilisation. Utilisation, Manipulation, das heißt, dass die Digit frei gesagt, dass dann beschreiben etwas dran, das heißt, affecté, beschreiben etwas dran, das heißt, écrire, to write, stocker zum Beispiel, das Wert dran schreiben. Ja, das ist der Pfeil in der Richtung. D'accord? Klar. Ja, das ist klar. Was geschieht, wenn ich drei drauf mache? Was geschieht mit meinen Zweitchen? Du ekrasierst. Voilà. Das ist wichtig. Die Variable kann nur einen Wert beinhalten. Einen an den Menschen. Denn von vier drin wird zerstört. Ja. Das ist nicht wie ein Tyrann, wo ich kann mit Zierden drauf ein bisschen voll lassen. Nein, nein. Nicht, die überschreibst, ja. Die wird überschrieben. Und dann den zweiten Möglichkeit aus. Affecté als Lier. Ich kann den Wert rauslesen. Affecté an Lier. D'accord? Das ist auf Englisch also auch to get the value. D'accord? Das ist, was ich nennt. Affecté an Lektüre. Okay. D'accord? Das ist das, wenn ich den Wert an Rest. Da kann ich es nochmal, wenn ich will. Die verschwinden aber nicht vom meiner Kasse. D'accord? Ein ganz sehr sehr. Wir haben heute die drei Typen nicht für nichts angefordert. Ja. D'accord? Ich kann nicht Typen mit nicht mischen. Ja. Nicht so einfach wie Giftmengen. Ich nee, kann nicht sagen einfach. Aber weil es eben nicht so einfach ist, als Linien von einer getrennten Lektion, die wir mich spät machen. Da gehen wir ein bisschen mehr in Detail. Aber ich kann prinzipiell nicht ein Double mit einem Int oder mit einem String mischen. Es gibt noch einen anderen Typ, die gehen wir viel später ziehen. Objekte, die halt Variablen spielen, wir kommen noch ein bisschen darüber zurück, viel mehr spät, aber das geht doch, wir können Sachen nicht mischen. Ja. Gehen Ausnahmen und die Ausnahmen machen Sachen ein bisschen schwierig. Nein. Beispiele? Ja. Beispiele zu den drei Phasen, die ich so, ne? Schmollen sie, hi, ja. Okay, machen wir. Ein bisschen löschen. Geht besser so, voilà, ich mache ein kleines neues Dokument. Und dann schreiben wir einfach ein paar Sachen. Ups. Nee, brauche ich nicht. Oder doch. Safe. Voilà. Boah. Ich meine, wir normal Variablen. Attribute sind Variablen. Wir tun etwas Kleines dabei. Typ. Der Name. Englisch. Und dann wichtig. Da könnte noch etwas dabei. Ganz am Schluss. Strichpunkt. Aha. Das ist die Deklaration. Ja, das ist fertig. Das sind die zwei Informationen. Und bei einem Attribut steht noch etwas für drin. Da muss ich noch, ich habe es schon gesagt, private für drin. D'accord? Ja. Das kann bei einem Attribut, bei einer normalen Variable nicht. Ich schreibe noch ein Beispiel. Was noch? Ich schreibe noch ein zweiter. Was schon los? Das muss ich initialisieren. Das geht mit einem Egal, wie eine Mathematik. Zum Beispiel, was soll man holen? Das ist ein Int. 12. Und dann? Strichpunkt nicht vergessen. Okay. Ja, das ist die Deklaration und die Initialisation an zwei Etappen. Ich kenne aber das selbst. Ja, identisch, ja. Nicht die zwei Sachen schreiben, ne? Eng und ja. Ja, ich meine, mit einem anderen Beispiel. Ja, am besten. Ein Double, da kann man direkt etwas gucken. In dem Fall würde ich zum Beispiel den Pressure von meinem Ball als direkter Wert. Abgepasst, ich will ein Komma. Ja, Punkt. Und dann der Strichpunkt.
Nach ein Kehr. Ja. Punkt. Kick. Komma. Das heißt, ich deklariere mein Variable mit dem Pressure, Komma 12, und ich kriege automatisch den Wert 10,32 dort drüber gemacht. Mhm. D'accord? Aber was wird dann noch, wenn genau 10 wäre, wie ist das schreiben? Du gehst zur Möglichkeit dann. Ja. Schreiben den anderen. Du meinst dann die zweite Etappe der Utilisation. Okay, der andere Wert. Ich erinnere, Pressure. Ja, was der Farben. Eieiei. Ich schau mal, wie das mal geht. Ich kann einfach so schreiben. 10. Ja, das geht. Oder Punkt. 0. Manchmal sagt es mir klar. Ja. Ist das nicht falsch? Nein. 10 zu schreiben. Es möchte aber auch sagen, definitiv mit Chloe. Ja. Mhm. Da gesagt direkt, ah ja, das ist ein Komma. Das ist ein guter Konsei. Das ist ein guter Konsei. Mhm. Dann als für hier schon immer der Reflex, ah ja. Ah ja, das ist ein Double, das geht nicht, ja. Voilà. Mhm. Das ist kein ganz zwei. So gesagt, es ist für ihn, was gemeint ist. Voilà. Noch ein Kehr, die zwei dürfen nicht mischen. Ha? Die entweder deklarieren nicht separat von der Initialisation oder ich meine alles zusammen. D'accord? Es hängt von der Aufgabegebung. Ja. Mit das die zwei sind aber akzeptiert. Mhm. Ich kann auch, da schaue ich ein bisschen mehr interessant, ich meine nur ein dritte Variable, Double, und ich nenne den PX. Ups. Ja. Und das gleich Pressure. Voilà. Das ist nur vier Geschmack von dem, was noch kommt. Ich deklariere meine Variable px, Typ Double, und ich kriege als erster Wert den Inhalt von der Variable Pressure. Ja, kurz vor, war das der Wert von px, zu dem sie die Zahl geschrieben ist? Bei das, was momentan auf Pressure draufsteht. Ja, ja, sogar. Aber nicht dann rausgelesen, sondern dran gesagt. Das, was steht da dran? 10 am Megacast, und den 10 wandert dann an den px dran. Ja, ich lese vor jetzt nur. Alles. Das ist das, was ich hier wollte, ist gleich zwischen, als kein mathematischer ist gleich zwischen. Nein. Das ist ein, denkt ihr, statt wie ein Pfeil. Wie ein Pfeil. Mhm. D'accord? Immer. Das ist, es geht da hin. Ja. Das ist der Pressure, wandert an der PX. Das ist gleich mal, ob der jetzt sagt, ersetzen das, was da steht, das kann nur ein Umfang der Variablen sein, kann aber auch eine ganze Expression sein. Ich habe drei Express gemacht. Ja. PX. Für Wert, weil das tun ist Java-mäßig richtig. Ja. Schon eine neue Variable deklariert, man nimmt px. Für viele Leute machen das doch ohne zu abzuwenken. Wir wollen der px ein Parameter aus, da wird das okay sein oder wenig sein. Nee, ich meine, da gehen wir Rosen zu, weil das nicht spät kann. Aber bei den Methoden, wenn wir das ein bisschen später erklären, wird man das gesehen, dass das selbst nicht der 4 kommt. Ja. Das zwar richtig, Java, das ist kein Fehler vom Java-Code, das ist aber von der Logik, von der programmatorischen Logik für Parameter. D'accord? Wenn du so etwas liest, machen wir einen kleinen P, der Alarm direkt gehen, aus das richtig, was ich geschrieben habe. D'accord? Ja. Weil du vor jetzt nur längst liest. Weil du vor jetzt nur. Die Statuen hier ist aufpassen. Meistens, weil 99,99% von den Fällen, wenn du P irgendetwas steht, als gleich irgendetwas, kein der Fehler sein. Ja. D'accord? Das wirkliche Konzept muss immer passen. Ja. Jo, was geht noch über die Variablen? Ich meine, das sind die Basics, ja? Das ist der ganz Basics. Das ist ein Kost, wo ich sage, normal, ich kann sie lesen und überschreiben. Zieh mal repressive Expressionen, wie ich rechnen? Nein, das könnte ein bisschen spät, aber du wollt mal ein paar Beispiele machen von was. Ah, was kann ich falsch machen? Einmal, ich werde nicht von den Variablen nicht gespart, genau. Wie schon gesagt, daher muss man auf Englisch sein, muss man einen kleinen Buchstaben fangen. Mhm. Da muss man dann besser programmieren. Ja. Geht besser, wenn ich dann sagen, direkt an einem Live, ich mache einfach einen Unimoser. Oh, habe ich vergessen zu speichern. Ja. Voilà, ich meine, habe einfach eine Methode bei. Mhm. Kleiner Appell. Ja. Methode. Name. Test. Variables. Kein Return. Kein Parameter, kein Return. Nein, genau. Dann müssen wir es auch beifügen. Voilà. Wie gesagt, ein Attribut ist ein Variable. Ja. Ein Parameter ist ein Variable. Das ist ein Kost, selbst. D'accord? Sonst, nicht vergessen, es steht nach Private. Und geht ein Drittke, ja, das sind sogenannte Lokalvariablen. Ja. D'accord? Ich deklariere einen, fangen wir mal an, Double,
Und dann, was sollen wir den nennen? P1. Das ist schon einfach ein Variable, P1 genannt. Denkt man einen kleinen P1? Ziffer kann draußen, kein Problem. Die Ziffer ausgehen. Ich kann doch das durchschreiben. P1. Speichern und kompilieren wir mal, ob das geht. Voilà, das geht doch. Oder so. Was soll man dann nennen? Alternate View of One. Das ist ein Name, der gültig ist. Alke ist wieder. Alke ist mit einer Majuskel, wenn es geht. Ja. Das tun, gucken wir mal, was du seht. Super, okay. Das tun ist aber verboten. Ah. Oh, checking syntax. Das ist schon high rot. Das soll es nie steuern. Wenn wir nicht sicher sind, speichern, kompilieren. Oh. Du hast absolut nicht gern heute. Ah, vielleicht für die Fehleranalyse, dass das, was an der Cast drin steht, was zählt, das tut den heute Mann bedeutet. Das ist der Unimus, der schon sehr erfunden. Ja. Kann ich nicht viel damit aufhängen, das tun und umkompilieren, dass das wichtig ist. Zeil 41, da fehlt der Strichpunkt. Ja, Süd, das ist der Strichpunkt da, ne? Ja, ja. Der Fehler ist mir subtil, und das, was schwierig geht bei der Programmation, möchte. Am Anfang, was halt verboten ist, als das tun. Es passen sich strikt immer verboten, ja. Es passen an die Variablen, sind strikt immer verboten. Gut gesagt, das ist wirklich verboten. Ja. Ich kann, wenn ich wirklich will, kann ich den Spaß mit einem anders kommen. Ja. Das aber absolut nicht elegant. Nee, ja, man möchte mich kurz und das ist mir einfach. Konvention, das ging absolut richtig, also eine Konvention, seht, wir schreiben das so. Wenn ich den da speichern und kompilieren, da geht es. Das tun, das ist auch verboten, die Minuszeichen. Ich kann keine Nummer in Minus mehr. Nein. Wir warten, wenn ich kompilieren, da sieht man, warum das selber wird. Ja, okay. Verbotener Charakter. Verbotener Charakter, hier kann man da nicht viel aufhängen. Das kein Nummer. Erst mit Axon. Probieren wir mal. Vue alternate. Ja. Speichern, kompilieren. Und geht. Oh, das akzeptiere ich. Das ist aber nicht, weil es geht, das ist gut aus. Voilà. Die Regel sieht, wie man nimmt Englisch wieder. Für genau das aus dem Witzmann. Kein Umlauten, kein Akzent, kein griechisch Buchstabe, kein russisch, cyrillisch Buchstabe. Es geht. Ja. Ich kann auch alles am Chinesischen schreiben, am Java. Kann kein zwei lesen. Mir das verboten. Für was will ich kein Problem Probleme haben, wenn ich das kompilieren und nur an einem Disk lehnen. Dann ist da, wo dann eventuell Problem aufhängt. Weil mein Betriebssystem das nicht unterstützt, richtig unterstützt, da geht nicht mehr. Andere kann in der Fehler lang sichern. Absolut. Lust einfach sehen. Das falsch, von der Konvention ist es falsch. Es soll nicht machen. Am Kur ist das strikt immer verboten. Es gibt kein Ausnahme. Ja. Axon, Französisch, wieder, Deutsch, nimm sie verboten. Da geht er all Fehler qual aus dem Weg. Der wird mit einer Ziffer aufhängen. Probieren. First choice. Choice. Probieren wir mal. Das war rot, dann müssen wir schon eine schlechte Session mehr. Ah, das ist ein komisch. Not a statement, Bob, verstehe ich nicht. Nein. Echt Buchstab. Darf kein Ziffer sein. Dafür sind wir schon. Echt Buchstab. Das ist ein guter Reflex. Ja. Nicht den echten Session, mit den echten Buchstab muss klein geschrieben. Wenn ich den groß schreibe, First Choice, wo war ich denn RST nochmal am Schluss? First Choice, wo immer das, es geht, RM, ja, aber, das ist falsch. Ja, verstehe nicht. Nee, wenn JIT für ihn liest, das tun als ein Klassenum. Wir haben schon hier oben gesagt, B Klassen fängt nicht mehr an dem großen B. Ja, auch. Das ist kein Variable. Wir sind für ihn aus der Tour kein Variable. Also, ob es was nicht gibt. Methoden, Variablen, klein. Voilà. Das ist das Problem. Der Compiler sieht nicht. Nein. Jetzt funktioniert er nur mit einer Sache nicht richtig. Die menschliche Schrägel sieht nicht falsch. Ich kann aber dann den Buchstab am Schluss machen. Das ist kein Problem. Durch den Ziffer. Alles geht. Punkten, Komma, verboten. Gängig. Spezialsymbol war verboten, Ausrufezeichen Dollar, all die Sachen sind komplett verboten, geht meistens nicht. Aber wenn doch noch akzeptiert, gibt es geht es zu Fehler. Also für hier schauen wir wieder Kleinbuchstaben, Großbuchstaben, wenn sie beim draufstehen, anziffern, aber sonst nicht. Genau. Ich mache weiter, ist gleich 3.
88. Vielleicht ein kleiner Rappel, was genau steht in der Zahl, wie nennt man das? Da sind Deklaration mit enger Initialisation. So Sachen deklarieren und initialisieren direkt. Okay. Ich kann das dann kopieren. Identify expected. Oh, was falsch. Das ist immer ganz kompliziert. Das ist nicht der Fehler. Nein, ihr seht nicht genau, was der Fehler ist. Muss ich schon lange studiert und jetzt verstehen, was denn du seht. Für was drei falsch ist, als dann Punkt. Punkt. Was schon gut kriegen. Und das ist von den häufigsten Fehlern, den ihr bei den Double merkt. Ja, Klassiker. Klassiker. Du könnt da nicht viel merken. So, das ist und den anderen typischen Fehler ist, haben den Bild vergessen. Ja, Klassiker. Bei denen denke ich überall. Die Fehler können überall auch haben. Auch pro merken die noch. Bon. So, vielleicht schauen wir ein Beispiel von einer Affektation. Temp und dann Temp aus gleich Ning. Okay. Zum Beispiel. Ja, du Wert zuweisen. Wert zuweisen. Kompilieren wir mal ganz schnell. Tipptopp. Ning aus gleich Temp. Oh. Gucken wir mal, was ihr seht. Oh, das geht nicht. Unexpected Type, vergiss nicht, nicht als kein Type. Voilà. Das muss immer von links nach rechts gehen. Ja. Seid ihr nicht so oft die Fehler da? Nee. Ein Kehr gemerkt, da wissen wir, es kann nicht viel kommen. Ja. Weil ein Type steht als echt, genau. Das ist eine Affektation und da kann ich den noch gebrauchen und da muss ich mehr, was ich will. Und ich klifft kein Private einschreiben. Effektiv, probieren wir dann. Ja. Private. Second Temp. Schon den Tipp vergiss. Ausgleich. Ich will ein Int. Ausgleich 7. Schon den Tipp vergiss. Gucken wir mal, was ihr seht. Schon noch schon zwei Fehler gemacht. Illegal Start of Expression. Auch wenn ich den Tipp dabei bin. Ja. Nochmal. Test für ihn aus dem Hauptfehler. The Private. Ich will den nochmal weg. Ja. Ich will den inneren Wäsch. Das ist ein häfischer Fehler. Ja, den könnt ihr ganz oft hier. Ich initialisiere meine Variable. Schon aber vergiss. Ah, kann auch von Symbol, mein Favorit. Hallo, kennt das Symbol. Mhm. Was heißt Symbol auf Englisch? Leider nicht das, was ihr meint. Ja, normalerweise Symbol. Das geht sich. Symbol ist ein wissenschaftliches Wort für Num. So. Alles, was der Num am Java kann haben. Ja. Klassenum, Attribut, Konstruktor, Methode, Typ eventuell, Parameter. All diese Sachen, das ist mehr am häufigsten als Variable. Häufigsten als Methode oder Variable, ganz okay. Genau. Okay. Ich schon etwas vergiss. Ja. Was heißt, das erkennt die heute Variablen. Ich initialisiere sie, wir müssen sie noch nicht deklarieren. Und da lohnt es sich klein genau raus, von welcher Zahl am meistens aus der Fehler der Zahl, wo keiner von uns besteht. Oder die Tour, bevor du den initialisieren, wenn das mir sehen. Meistens als Direktor, wo ich den vergesse. Symbol heißt dann, dass schon in irgendwo ein Num nicht deklariert. Mhm. Und aufpassen, dass die Message geht, nimm dann weg, wenn ich frisch kompiliert. Voilà. Kompilieren. Okay. Abgepasst. Das tun geht auch nicht. Voilà, 77. Second Temp ausgleich 70. Oh, ja, what happened here? Voilà. Hey, du hast Second Temp doch schon geschrieben. Voilà, das ist der Fehler. Auch ein, den oft leider kennt, den T als falsch. Ja, kleine Großschreibung. Kleiner Großschreibung ist wichtig, ja? Voilà, das ist ganz wichtig. Hm? Das ist nicht vergessen, ich muss immer identisch schreiben. Ja, das gesagt, ich vielleicht nicht so gut. Auf den anderen dann nicht, wenn ein L hier kennt, ja? L und I. Und so sagen wir, man denkt, sind ähnlich. Wenn ihr seht, kann das fein simpel, hat er euch vertippt. Ja. Ja. Die hat euch vertippt, weil meistens. Oder ja. Tipp vergisst. Tipp vergisst, noch mehr hilfreich. Das tun wir auch verboten. Punkt 5. Das ist ein Punkt, der ist schon gekommen gemacht. Okay, geht. Okay. Das geht, ja. Was ist da noch falsch? Oh, possible loss of precision. Ja, das ist ein Fehler. Das ist richtig, wenn ihr wisst, um was geht. Mir das nicht offensichtlich. Wir haben ein Komma 12 für sich an einer ganz 12 zu wandeln. Ja. Das geht nicht. Verbitte euch das. No, possible, nee, definitiv. Das ist sicher. Definitiv falsch. Auch das tun geht nicht.
71 ist ein ganz 12. Für was will denn Mr. Gouen? 71 ist ein Komma 12. Ja. Nee, ja. Für ihn ist das kein Komma 12. Da steht der Punkt, das kein Komma 12. Auch von mir als Menschen dazu verstehen, für ihn ist das. Jo, ich meine, nur weil alle Fehler gemacht ist, du kannst mal Variablen nehmen, oder? Ja, die ganz häufige Sachen haben wir da gesehen. Ja, und die anderen eben Konversionen von einem Typ an den anderen gesehen und dann in einer getrennten Lektion. Auf wie groß ein ganz 12 ist und ein Komma 12 alles das, gehen wir ein bisschen später in Details. Da gebe ich so ein, dann also merci für heute und bis nächstes Mal.